جئت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen, alle Lobpreisungen gehören Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, dem Herrn am Tage des Gerichtes. Dir allein dienen wir und dich allein flehen wir um Hilfe an. Führe du uns den rechten Weg, den Weg derer, die deine Gnade erhalten und nicht den Weg derer, die in der Finsternis enden. Sura al-Fatiha, Vers 1 bis Vers 7. Assalamu alaikum, liebe Geschwister. Ich heiße euch herzlich willkommen zu unserem YouTube-Video heute. Wir haben heute ein spannendes Thema. Wir haben einen Bruder eingeladen, Bruder Abbas, der über seine Erfahrungen berichtet, wie er zum Islam gekommen ist und zu der Schule der Ahlul Bayt. So, er kann euch erstmal selber berichten und sich kurz mal vorstellen. Bruder Abbas, herzlich willkommen. Assalamu alaikum, hallo. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ich bin Abbas, ich bin 29 Jahre alt und bin vor einigen Jahren, ich glaube jetzt vor 2,5, 3 Jahren, zum Islam konvertiert und erst seit einem Jahr zum schiitischen Glauben konvertiert. So, wir werden euch heute das spannende Thema mit 10 verschiedenen Fragen bereichern, indem wir die Fragen an Bruder Abbas stellen und er uns seine Erfahrung mit dem Thema und mit den Fragen, die er uns so von seiner Sicht her beantwortet, beschmücken. Die erste Frage ist, was hat dich dazu gebracht, Bruder Abbas, zum Islam zu konvertieren? Das ist eine schöne Frage. Tatsächlich war es so, dass ich viel umhergegangen bin, gerade als mein Vater damals verstorben ist und ich war so ein bisschen planlos. Ja. Wusste nicht, wohin die Reise gehen soll, ob ich nach links gehen soll, ob ich nach rechts gehen soll, ob ich geradeaus gehen soll. Es war ein bisschen chaotisch. Mhm. Und so wie Allah wollte, konnte ich dann durch Selbstrecherche halt den islamischen Glauben halt finden und habe mich dazu halt auch entschieden, den Islam halt auch anzunehmen. Okay. Du bist ja gebürtiger Christ, glaube ich. Ne? Ja, ich bin gebürtiger Christ. Zu der Frage kommen wir später nochmal. Was hat dich zunächst überhaupt bewogen? Du bist ja primär in den sunnitischen Glauben, glaube ich, hereingetreten. Und dann waren da so ein paar Fragen, die dir irgendwie nicht beantwortet werden konnten. Und dann hast du noch geforscht und so weiter, so meiner Bericht her. Kannst du darüber berichten? Wie sieht da die Situation aus? Also tatsächlich war es so, dass ich in meiner Wohnung auf und ab gelaufen bin. Also ich wusste auch erstmal gar nicht, in welche Moschee ich überhaupt erstmal gehen sollte. Mhm. Und den Unterschied auch erstmal zwischen schiitisch, sunnitisch, das war mir eigentlich alles auch gar nicht klar. Mhm. Ich habe einfach tatsächlich nach mehreren Wochen, als ich in meiner Wohnung auf und ab gelaufen bin und halt überlegt habe, machst du es jetzt, machst du es nicht, irgendwann einfach nur mein Handy genommen. Ja. Moscheen in meiner Umgebung eingegeben. Okay. Du kommst ja aus Hannover, ne? Ja, ja, und zur nächstbesten bin ich dann halt im Endeffekt gegangen. Okay. Und so bin ich eigentlich da hingekommen. Okay. Tatsächlich. Und dann warst du in einer sunnitischen Moschee gelandet und was hast du da für Erfahrungen gemacht in diesem Moschee, in diesem Verein? Was hat dich da irgendwie inspiriert oder welche Fragen konnten dir in dieser Situation zum Beispiel nicht beantwortet werden? Also im Endeffekt, ich habe da einen Bruder kennengelernt, der sehr lieb, also der ist sehr wirklich ein herzensguter Mensch. Ja. Und ich kann auch die Story davor noch so ein bisschen erzählen. Also ich stand vor dieser Moschee im Endeffekt und ich habe mich nicht getraut. Also ich habe mich wirklich nicht getraut, bin zu meinem Auto hingegangen, bin wieder vorne zur Moschee gegangen, habe geklingelt sogar. Da war eine Klingel und ich habe aber nichts gehört und bin dann wieder zurück zum Auto, weil keiner die Tür aufgemacht hat. Und irgendwann wurde ich halt schon so ein bisschen, nicht wütend, sondern man war so ein bisschen, vielleicht auch enttäuscht tatsächlich. Und das wollte ich irgendwie nicht auf mir sitzen lassen und bin dann wieder zur Tür hin, wieder geklingelt. Und irgendwann habe ich dann durch so ein kleines Fenster gesehen, da steht doch jemand, warum macht denn der nicht auf? Mhm. So, und dann habe ich gegen die Tür geklopft, etwas lauter, und er hat dann die Tür aufgemacht. Mhm. So, und begrüßt hat er mich tatsächlich mit Moin. Okay. Mit so einem langen Bart, aber Moin gesagt. Nee, war noch jünger als ich. Ich glaube, der ist jetzt so 24 oder so, glaube ich, so in dem Dreh, oder irgendwie 22, 23, ich weiß es jetzt gerade nicht.
Und da habe ich gesagt, hier, pass auf, ich möchte gerne konvertieren und ja. Beziehungsweise ich möchte jetzt erstmal hier so ein paar Praxiserfahrungen ja. halt erstmal irgendwie sammeln. Und ja, war für mich halt auch irgendwie alles neu und ja. er wusste auch nicht erst so recht mit der Situation irgendwie umzugehen. Ja. Und ja, und dann haben wir uns, hat er gesagt, komm nach oben, wir gehen nach oben. Dann haben wir uns da hingesetzt, wir haben halt ein bisschen geredet und dann hat er mich halt so ein paar Sachen gefragt, wie es halt auch dazu kommt. Dann habe ich ihm halt die Story etwas länger erzählt, wie ich es jetzt gerade mache. Ja. Aber das würde das Format jetzt im Endeffekt sprengen. Ja. Und habe dann halt einfach gesagt, pass auf, ich möchte gerne konvertieren. Und dann habe ich die Shahada da gesprochen und dann war es durch. Okay, Ashhadu an la ilaha illallah wa Muhammad ar-Rasulullah. Genau. Das hast du gesprochen. Friede sei mit Prophet Muhammad und seiner reinen Familie. Und ja, das ist ja schön, dass du schon mal erstmal in den Islam gefunden hast, sunnitischer Islam. Islam gelandet bist, das ist ja was sehr Dankenwertes, sage ich mal. Und dann gab es einen Punkt wahrscheinlich, hast du überlegt, gibt es verschiedene Rechtsschulen, ist das die richtige Rechtsschule, du hast ja wahrscheinlich weiter geforscht etc. Mhm. Dann bist du irgendwie auch an unsere Gemeinde gekommen, an die schiitische Rechtsschule oder jafaritische Rechtsschule, sagen wir, die Schule von Imam Jafar Sadeq, Friede sei mit ihm, dem sechsten Imam. Und letztendlich die Schule der Ahlul Bayt letztendlich. Wichtig ist im schiitischen Islam, wie gesagt, der Koran, der heilige Koran auf der einen Seite und die Ahlul Bayt auf der anderen Seite. Wir sagen immer, beide Flügel sind wichtig, damit du überhaupt fliegen kannst. Mhm. Und da hast du dann auch Fragen gehabt etc. oder warst noch ungesättigt und hast dich dann so ein bisschen erkundigt. Was hat dich letztendlich bewogen, dann auch zu sagen, ja gut, die jafaritische Rechtsschule, die schiitische Rechtsschule, die Schule der Ahlul Bayt ist doch für mich die Schule des Islam, die letztendlich für mein Leben praktikabel und für mich auch die Wahrheit ist. Bitte. Also im Endeffekt war es, also ich muss dazu sagen, ich bin ja glaube ich so 2 Jahre ungefähr erstmal als Sunnite umhergelaufen, wenn man das so sagen darf. Ich weiß nicht, ob es jetzt beleidigend ist, aber ich war Sunnite. Und du das warst Alhamdulillah ein Muslim. Genau, ich war Muslim und bin dann im Endeffekt halt durch Zufall ist man da halt auch irgendwie mal drauf gekommen. Ja. Also ich könnte halt auch den YouTube-Kanal halt auch nennen, wie ich da halt auch drauf gekommen bin. Mhm. Also zum Schiitischen halt auch im Endeffekt, da habe ich halt ein Video gesehen, wie dann halt da von der Familie, also von der Ahle Bayt gesprochen wurde und. Und dann habe ich selber Nachforschung angestellt und man hat so angefangen, die Liebe zu der Ahle Bayt halt zu finden. Ja, und so hat das Ganze halt seinen Lauf im Endeffekt genommen. Okay. Ja, die Liebe zur Ahlul Bayt, die ist unmessbar, kann man sagen. Ja, ich weiß nicht, hast du schon mal so eine Reise zu den Märtyrern der Ahlul Bayt machen können in diesem Leben, oder? Leider noch nicht. Okay, das ist natürlich ist die Liebe, auch wenn man noch nicht mal, sage ich mal, das Grab besucht hat, aber wenn man in einem der Städte ist, wie Karbala, Najaf, ja, Medina oder aber auch in Mashhad, in heiligen Iran, in diesen verschiedenen Städten, dort ist einfach... ist einfach unbeschreiblich, das kann man nicht beschreiben. Das ist, ich wünsche dir in Zukunft, inshallah, auch diese Reisen zu ermöglichen. Möge Allah dir dabei helfen. Die nächste Frage, welche Missverständnisse oder Vorurteile begegnest du häufig in deinem Alltag in Bezug auf deine Konversion im Islam oder zum Islam? Also es gibt starke Vorurteile tatsächlich. Also nicht von mir oder von meiner Persona, sondern im Endeffekt von anderen Menschen. Ja. Also es gab Kollegen, die teilweise, als ich denen erzählt hatte, dass ich konvertiert bin, sowas wie Volksverräter, als die dann halt auch erfahren haben, dass ich vielleicht jetzt halt auch eine, was heißt vielleicht, ich habe ja hier in der Moschee hier geheiratet. Da gab es halt auch solche Worte wie Rassenschänder oder irgendwie sowas. Ja. Also gab es ganz, ganz stark. Aber mir persönlich ist es egal, weil ich konnte dank Allah auf den richtigen Weg geführt werden. Ja. Und die Leute sind dann halt im Endeffekt auch aus meinem Leben raus. Okay. Was sogar, ich glaube, nicht so schlimm war, was ich anfangs aber dachte, war das mit meiner Familie. Ja, okay. Also meine Mutter und auch gerade meine Oma, die haben das alle sehr locker aufgenommen tatsächlich. Ah, okay, sehr schön. Na, also da gab es keinerlei
Diskrepanzen. Ja. Und ganz im Gegenteil. Also meine Mutter, gerade meine Mutter, und das war mir da sehr wichtig, die konnte es anfangs vielleicht nicht verstehen, aber sie hat dann nie irgendwie so ein, ja, versucht mir irgendwie einen Strick draus zu drehen oder irgendwie sowas, ne, wie es andere Menschen halt tun. Sondern sie wollte nur verstehen. Mhm. Und das konnte sie tatsächlich sehr gut aufnehmen. Sehr, sehr gut tatsächlich. Darf ich fragen, ist deine Familie christlich? Ja. Und ist sie sehr überzeugt vom christlichen Glauben so? Gehen die regelmäßig in die Kirche? Führen die die Feiertage so durch, wie es im Christentum auch vorgeschrieben ist? Oder? Nein. Aber es sind schon teilweise, also nicht praktikable Christen, aber sie glauben an Gott letztendlich. Ja. Und man muss ja auch sagen, du hast dich ja als Mensch durch deine Religionsänderung nicht verändert. Du bist immer noch derselbe Mensch. Und das ist ja sehr schön, wenn die Familie dich immer noch so akzeptiert. Ne? Weil letztendlich glaubst du an den einzigen Gott. Hm. Deine Familie glaubt christlich an den einzigen Gott. Du glaubst als Moslem an den einzigen Gott. Letztendlich glauben wir alle an den einzigen Gott. Und die Durchführung der Religion oder die praktikablen Alltagstätigkeiten, die uns Gott aufgegeben hat, die führen wir eben einfach anders durch, wie sie uns vorgegeben sind im Heiligen Koran. Und durch die Ahlul Bayt, und das ist einfach der Kernpunkt, sage ich mal. Aber letztendlich bist du ja derselbe Mensch. Und das ist ja schön, dass die Familie dich immer noch so sieht und dass du da so gut ankommst. Meine nächste Frage wäre, wie ist dein Umgang mit deiner Familie so, wenn deine Oma, du hast mir ja immer erzählt, deine Oma hat dich gebeten, in die Kirche sie zu fahren. Mhm. Und da hast du irgendwie auch mal Antworten von irgendwelchen Brüdern, ja, das darfst du jetzt nicht mehr, weil du bist jetzt Moslem etc. Aber im Islam und auch in der Rechtsschule der Ahlul Bayt sagt man, die Familie zu ehren, die Eltern zu ehren. Oma gehört auch letztendlich in einem Part der Eltern, kann man sagen. Ne? Wie gehst du damit um und welche Antwort hast du jetzt auf diese Frage bekommen? Also ich habe im Endeffekt so gemacht und holen wir ein bisschen anders aus. Also meine Eltern oder meine Mutter, mein Vater lebt ja nicht mehr, meine Mutter und halt auch generell meine Familie, also die gehen in die Kirche, aber ich sage jetzt mal, die sind jetzt nicht hier sehen Sonntag, so wie es da üblich ist, dass sie in die Kirche gehen. Mhm. Das machen sie jetzt tatsächlich nicht, aber sie gehen schon in die Kirche. Und ich glaube, mit der Frage bin ich damals auch zu dir gekommen, wo ich hier das erste Mal in der Moschee war. Und du hast mir dann einen sehr guten Gedankenanstoß gegeben. Und das war im Endeffekt genau schon das, was du mir eben gerade schon gesagt hast. Es ist Familie. So, und meine Oma hat mich gebeten, sie zur Kirche zu fahren. Mhm. Sie hat mich einfach nur gebeten, sie dorthin zu fahren. Richtig. Ich meine, was ist daran jetzt so schlimm? Ich meine, ich liebe meine Oma, so wie ich auch meine Mutter liebe. So, und da kann ich ihr doch nicht sagen, von wegen, nee, mach das nicht. Nee, ich mach das nicht. Mhm. Und das geht nicht und lasse dann meine Familie hängen. Ja. Ne? Auf der einen Seite, okay, könnte man sich jetzt drüber streiten wegen Religion, aber auf der anderen Seite, was für mich halt überwiegt, und das ist halt immer die Liebe zu der Familie. Wenn du mit deiner Familie nicht im Einklang bist, läuft dein Leben aus den Fugen. Das ist einfach so. Das ist einfach so. Man muss sich auch überlegen, der Islam, der uns von Gott übergeben worden ist, mit dem Heiligen Koran und der Ahlul Bayt. Was möchte Gott von uns? Er möchte doch, dass wir bestimmte Gesetze natürlich durchführen, wie sie vorgegeben sind, beten, fasten, zu Hadsch gehen, die Almosen spenden und so weiter. Ja? Aber letztendlich, warum machen wir das? Ich glaube, wir machen das, um die Menschlichkeit zu zeigen und einem anderen Menschen unsere Menschlichkeit gegenüber zu zeigen einfach. Mhm. Und wie du sagst, Familie, Punkt Familie. Ja, im Heiligen Koran steht ja mehrmals drin, du darfst noch nicht mal zu den Eltern Pfui sagen. Oder einfach, nein, irgendwie respektlos sein. Ja. Und Oma gehört auch zu der Linie der Eltern, sagt man. Ne? Und unabhängig, im Koran steht nicht drin, auch wenn sie eine andere Religion haben, du sollst dich abwenden. Ja? Ist egal, welche Religion sie haben. Sogar wenn sie keine Religion haben, es sind deine Eltern. Und der Respekt den Eltern gegenüber, nach der Ahlul Bayt, also nach Gott und der Ahlul Bayt, kommen die Eltern letztendlich. Und ich glaube, wenn man auf der Linie der Eltern bleibt, man sagt ja immer, das Paradies liegt unter den Füßen der Mutter. Ja? Vater ist auch natürlich ein sehr wichtiger Punkt und eine sehr wichtige Person, aber letztendlich, das Paradies liegt unter
den Füßen der Mutter. Das heißt, wenn man den Eltern Zufriedenheit zeigt, die Eltern den Kindern gegenüber zufrieden sind, ich glaube, dann kann im Leben nichts schiefgehen. Dann wird man so viel Erfolg im Leben haben, einfach aus Erfahrung kann ich das sagen. Ja? Ich kann auch so ein bisschen aus Erfahrung sprechen. Also nach dem Tod meines Vaters, meine Mutter und ich hatten irgendwann nicht mehr so das gute Verhältnis damals. Ja. Da war ich auch noch nicht konvertiert oder so. Und dann, wie gesagt, dann habe ich ja vorhin erzählt, ich bin so ein bisschen links, bisschen rechts, bisschen geradeaus, bin nach Hannover gezogen und bin von einem Fleck irgendwie oder immer vom Regen in die Traufe, sagt man ja immer so. Und als ich dann aber irgendwann angefangen habe, wieder mit meiner Mutter regelmäßig Kontakt zu haben und man sich wieder trifft und auch ausgesprochen hat, seitdem läuft das Leben halt auch ein bisschen besser. Also es hat schon einen Effekt. Und das kann keiner abstreiten. Also meiner Meinung nach kann es keiner abstreiten. Richtig. Und dieser Effekt wird uns ja durch den Heiligen Koran einfach übermittelt, durch die Worte Gottes, dass wir die Eltern einfach ehren sollen und auch respektieren sollen. Und unabhängig davon, welche Religion, welchen Standpunkt sie haben, es sind die Eltern. Schön. Alles klar. Hast du ja vorhin berichtet, du hast auch in dieser Gemeinde geheiratet. Also letztendlich hast du eine islamische Hochzeit durchgeführt. Heutzutage sieht man ja auch, es sind viele Muslime da. Ja, die heiraten, Alhamdulillah, die heiraten. Heiraten ist ja auch eine Aufgabe im Islam, die man in einem besonderen Alter dann mal durchführen sollte, letztlich um eine Familie zu gründen. Aber es gibt so Hochzeiten, wie, sage ich mal, was nicht halal ist. Ja? Mhm. Hochzeiten, wo Männer und Frauen zusammen sind, wo Musik da ist, wo Tanz da ist, Tanz zwischen Männern und Frauen, die nicht Mahram gegenüber sind. Und einfach so Sachen, die nicht im Rahmen der Religion und in den Gesetzen der Schule der Ahlul Bayt und überhaupt in der Schule des Islam passen. Du hast aber Alhamdulillah, obwohl du in Deutschland aufgewachsen bist, nicht von gebürtig, sage ich mal, Moslem bist, im Verlauf dich zum Islam entschieden hast, hast du eine Hochzeit durchgeführt, die im Haus Gottes stattgefunden hat. Und das ist wirklich sehr bemerkenswert und wirklich, wir können stolz sein auf solche Personen, denn das sind praktikable Durchführungen, die einfach, sage ich mal, die uns von der Ahlul Bayt oder der Schule so vorgegeben ist. Was hat dich bewogen, überhaupt so eine Hochzeit durchzuführen und welche Erfahrungen hast du da gemacht? Also warum ich das gemacht habe, ist halt, wie gesagt, ich wollte diese Eheschließung, die wollte ich halt nicht nur auf Rechtswegen in Deutschland haben, sondern ich wollte sie halt abgesegnet von Gott und von Gott halt haben, von Allah, subhanahu wa ta'ala. Okay. So, das wollte ich im Endeffekt haben und das war uns beiden aber auch vorrangig, meiner Frau und mir. Okay. Und dementsprechend haben wir uns halt dazu halt auch entschieden. Okay, nicht sehr schön. Ohne Musik, ohne unnötige, genau. Ohne, sage ich mal, Überschuss an Essen auch, ja? Wie viel Essen wird manchmal auf Hochzeiten weggeschmissen, etc.? Es war on point alles leer. Und, es war alles, ja, so wie es sein sollte, sage ich mal, ne? Und ich hoffe, viele junge Menschen sehen das als Vorbild, so eine Hochzeit durchzuführen, die im Rahmen des Islams und ich sag mal so, auch die Beziehung oder diese Ehe wird einfach beglückwünscht mit auch dann, sage ich mal, vielleicht auch erfolgreichen Kindern, inshallah, in Zukunft und inshallah. Gesegneten Kindern und auch Kindern, die, sage ich mal, vom ersten Portion Essen halal aufgesetzt bekommen haben, indem durch die Hochzeit, die halal durchgeführt worden ist. Sehr schön. Ich grätsche mal ganz kurz rein. Also mir wurde auch gesagt, ich weiß jetzt aber nicht, ob es tatsächlich stimmt, aber ich gehe mal davon aus, es hört sich für mich sehr logisch halt auch im Endeffekt an. Gerade wenn man halt auch islamisch heiratet, ist auch die ganze Ahlul Bayt auch an dem Tag vertreten. Genau so ist es. Und also ich weiß es jetzt nicht, ob es genau so ist, aber ich denke, du hast dich da ein bisschen belesen und man müsste jetzt einen Scheich fragen letztendlich. Ja. Aber auf so einer Hochzeit, wo Musik, Tanz und, sage ich mal, vieles, was nicht erlaubt ist und vieles Haram ist, durchgeführt wird, da wird sicherlich der Imam der Zeit, Imam Mahdi, Friede sei mit ihm, möge Allah seine Wiederkehr beschleunigen, sicherlich nicht anwesend ist. Und auf so einer islamischen Hochzeit oder auf einer Hochzeit, die im Haus Gottes stattfindet, wir sehen da hinten die Namen der Ahlul Bayt graviert, diese sind sicherlich in solchen Veranstaltungen dann inshallah anwesend. So, wir kommen zur nächsten Frage. Wie sieht dein normaler Alltag aus jetzt als praktizierender Muslim?
Ja, wie sieht der Alltag aus? Es ist halt im Endeffekt so, wie man sich das halt, inshallah, halt auch vorstellen kann, Ja. ne? Fajr-Gebet aufstehen, Ja, sehr beten. schön. Jetzt zu Ramadan halt im Endeffekt zu Suhuf schon vorher Ja. aufstehen, was essen, Ja. trinken. Und ja, dementsprechend geht es dann halt los, dann weiter zur Arbeit. Oder wenn man frei hat, dann schlafen, erstmal noch so ein bisschen, Ja. Koran lesen, also aufstehen, Koran Ja. lesen und dann die Gebete im Endeffekt machen. Sehr schön. Darf ich fragen, wir haben ja Winterzeit manchmal und da sind ja Schwierigkeiten, seine Gebete vielleicht bei der Arbeit durchzuführen. Wenn du da jetzt als, wenn ich so sagen darf, gebürtiger Deutscher, irgendwie deinen Gebetsteppich dann auslegst, um dein Mittagsgebet und dein Nachmittagsgebet eventuell durchzuführen in den kurzen Wintertagen. Wie führst du das bei der Arbeit durch? Was kannst du den Zuschauern empfehlen? Weil letztendlich kann man ja seine Gebete nicht verschieben. Man muss ja diese fünf Gebete auch zeitlich einhalten. Und gerade in diesen Winterzeiten hat man dann die Schwierigkeiten, sein Gebet nicht noch durchzuführen, zu Hause, wenn man nach der Arbeit dann ankommt. Was kannst du von deinen Erfahrungen berichten? Wie kommt das bei deinen Arbeitskollegen an? Oder betest du in einer Ecke, wo niemand das mitbekommt? Oder Genau. sagst du, ich gehe beten? Und sprichst du da ganz offen mit denen? Was kannst du da erzählen? Also bei mir ist es tatsächlich so, also ich habe das nie jemandem groß irgendwie erzählt. So, Hm. ich bin halt einfach irgendwie weggegangen, Okay. habe gesagt, ich muss jetzt mal kurz auf Toilette oder so und habe Okay. das dann im Endeffekt so im Stillen für mich gemacht. Okay. Weil ich halt auch nicht weiß, wie es Arbeitskollegen halt auch auffassen. Ja. Ich sag mal, zu Hause oder im Privatleben sieht das Ganze natürlich anders aus. Auf der Arbeit ist es wiederum eine Sache. Ich meine, wenn jetzt später irgendwelche, den Schritt habe ich jetzt zum Beispiel nicht gemacht, weil, wie gesagt, ich wollte es anfangs nicht so an die große Glocke hängen. Ja. Mittlerweile wäre es mir tatsächlich egal, ob die es wüssten oder nicht. Ich sage wirklich, sprecht mit dem Arbeitgeber. Ja. Also das ist das Einzige, was ich halt wirklich sagen kann, sprecht mit dem Arbeitgeber. Die meisten Arbeitgeber haben da, also so, was ich halt Ja. höre, ne, haben die meisten Arbeitgeber da auch nichts gegen oder stellen sogar Mittel zur Verfügung, Richtig. ne? Und deswegen würde ich halt nur sagen, einfach machen. Richtig. Aus Erfahrung einfach auch von meiner Seite her, wenn man da bei der Arbeit betet, die meisten nehmen das sehr respektvoll an. Die sagen, ich hoffe, ich störe dich nicht beim Gebet, möchtest du eine ruhige Ecke haben, etc. Also ich habe da auch nur gute Erfahrungen, muss ich sagen, letztendlich. Weil die sehen ja dich als Person. Wie kommst du überhaupt bei der Arbeit an? Und ich glaube, da wird dein Gebet nicht der größte Hinderungsgrund sein. Ne? Eben. Hauptsache, wie arbeitest du, wie führst du deine Arbeit durch? Wie arbeitest du mit den Kollegen zusammen? Und wie zeigst du dich als Mensch einfach? Und dann wird das Gebet, glaube ich, kein Hindernis sein. Also ganz offen mit den Leuten sprechen und auch sagen, dass man so transparent wie möglich, man ist Muslim, ne? Auch jetzt bei Ramadan. Der eine oder andere fragt einen, und fastest du auch? Natürlich faste ich, weil ich ja Muslim bin. Und vor Fasten kommt natürlich das Gebet. Warum sollte man das Gebet dann verheimlichen, sage ich mal so. Da hatte ich zum Ne? Beispiel anfangs immer sehr, Ja. sehr Schwierigkeiten tatsächlich. Also mein erster Ramadan, da habe ich mir so viele Gedanken Ja. gemacht. Also gerade anfangs, man macht sich so viele Gedanken, dass du wirklich denkst, dir platzt der Kopf. Ja. Ja, soll ich jetzt fasten? Oh, ich habe einen schwierigen Beruf Ja. und. So, dann machst du es, dann machst du es nicht und Ja. dann ist hier und dann suchst du immer irgendwelche Ausflüchte, so, weil du es halt irgendwie noch nicht preisgeben willst. Und im Endeffekt, so im Nachhinein, so, wenn ich jetzt nochmal so drüber nachdenke, denkt man sich, wie hast du dich eigentlich angestellt? Ja, Ne? richtig. So, also ist schon echt so ein bisschen, weil man macht sich halt auch manchmal einfach Übergedanken tatsächlich. Also Klar. man Overthinking 9000. Man sieht das manchmal zu kompliziert, sagt man, ne? Aber letztendlich ist das gar nicht so, denn Gott selber möchte nicht, dass wir einfach komplizierte Lebensweisen haben, sondern man kann es einfach durchführen, wenn man es will. Der Ja. Willen ist wichtig, ne? Okay, jetzt kommen wir zu den letzten zwei Fragen. Wie ist deiner Meinung nach überhaupt die Stellung der Frau im Islam? Ja, meistens wird ja gesagt, die Frau wird unterdrückt, die Frau wird benachteiligt. Wie siehst du das? Du hast ja auch jetzt eine Muslima geheiratet, du hast ein Eheleben. Was kannst du berichten, damit man auch mal so aus Erfahrung einfach noch mal aus erster Hand erfährt, ja, wie ist es überhaupt? Weil es ist ja irgendwie sehr häufig, wird das Vorurteil einfach, Vorurteil, sage ich mal, ne? Die Frau wird benachteiligt. Ja. Ist das so oder Nein, kannst du ist das es nicht anders so. berichten? Also meiner Erfahrung nach, Ja. also wer sich wirklich mit dem Islam halt auch beschäftigt und dann halt auch wirklich, ne, man liest den Koran und man beschäftigt sich damit und man hat vielleicht sogar ein oder andere Fragen. Ich meine, ich bin erst frisch verheiratet, das sind jetzt 4 Monate erst.
die eine oder andere Frage zum Schirr oder zum Imam oder wie auch immer. Also die Frau hat einen sehr edlen Punkt im Islam. Also da geht gar nichts rüber. Also der Mann hat vielleicht nur so ein bisschen was Vorteil, dass er halt Beschützer und Leiter der Familie ist, okay, ja. So, aber sie wird nicht unterdrückt, auf keinen Fall. Also wenn ich jetzt mal so überlege, in den 60er, 50er Jahren, so was hier in Deutschland mit den Frauen im Endeffekt halt auch teilweise passiert ist oder immer noch passiert, ja, hat der Koran oder der Islam der Frau schon vor über 1400 Jahren Rechte gegeben, die wirklich sehr, sehr edel sind. Und da ist auch nichts mit Unterdrückung oder meiner Erfahrung auf jeden Fall gar nicht. Goldene Worte, muss man sagen. Ja? Eine Frau, die im Islam eine hohe Stellung hat und ja. Die respektiert werden muss vor allem. Definitiv, ne? Weil das ist ja auch dein Schlüssel zum Paradies halt richtig, auch irgendwo. Ne? Genau und so ist es. Das ist halt, also ich sag mal so, eine Frau ergänzt den Mann und der Mann ergänzt die Frau. Also wenn irgendwas aus dem Ruder läuft, also sehen wir uns das mal so an. Vielleicht assoziiere ich das falsch, aber ich sage jetzt mal, wenn wir jetzt das Tor zum Paradies haben, ja, so. Und der Schlüssel ist die Frau für den Mann und der Mann für die Frau. Dann kann man sich das auch so vorstellen, so wie da die Tür. Es sind zwei Flügeltüren oder zwei Türen und mit zwei Schlössern. Jeder hat den Schlüssel für den anderen. So, dann geht die Tür doch erst richtig auf, wenn beide zusammenarbeiten, beide gleichwertig sind und zusammen das Schloss aufmachen. Und dann geht die Tür auf. Goldene Worte, die auch so ungefähr im Koran stehen, sage ich mal. Das kann tatsächlich der so Mann sein. Der Mann soll die Frau als Schutz nehmen und die Frau den Mann als Schutz nehmen, letztendlich als Mantelschutz, sagt man, und die Ehe eingehen. Das sind einfach goldene Worte. Gut, letzte Frage. Welche Ratschläge würdest du anderen geben, die darüber nachdenken, zum Islam zu konvertieren und dann sich auch zu informieren, welche Rechtsschulen gibt es, welche Rechtsschule, du hast ja über deine Erfahrung berichtet, dass die Schule der Ahlul Bayt dir am meisten deine Fragen beantwortet hat, aber letztendlich überhaupt zum Islam zu kommen, was würdest du denen als Ratschläge geben, weil der eine oder andere kann ja mal nachdenken, in der Religion, in der ich geboren bin, ist das überhaupt die richtige Religion? Ist das überhaupt die richtige Rechtsschule? Ja? Der Mensch sollte ja seine Religion nicht einfach kopieren und weiternehmen, so denke ich drüber nach, sondern man sollte drüber nachdenken, in welche Religion bin ich, in welcher Rechtsschule bin ich und letztendlich, wenn es dann für mich die richtige ist, dann kann ich die weiter praktizieren. Aber was kannst du den Menschen empfehlen, die noch im Grübeln sind? Ist meine Religion XY überhaupt die richtige für mich? Also ich sag mal so, wenn es einfach nur darum geht, das zu sagen, ich möchte jetzt zum Islam konvertieren, ja, hilft grübeln bis zum gewissen Punkt. Also das Ding ist halt einfach nur, auch die Religion ist halt Praxis. Also ich meine, Theorie schön und gut, ja, aber du musst halt auch irgendwann ins Handeln kommen. Also ich meine, aus meiner eigenen Erfahrung, ich bin wirklich wochenlang, und glaub mir, ich bin wirklich wochenlang in meiner Wohnung auf und ab gelaufen. Jeden Tag, in jeder freien Minute, die ich hatte, jedes freies Wochenende. Ich habe mich isoliert, ich habe mich wirklich nur damit beschäftigt. Und im Endeffekt hätte ich mir das alles sparen können. Ja? Mhm. So, im Endeffekt hast du es ja trotzdem gemacht. Du hast dich wild gemacht, hast deine Gedanken schüren lassen vom Scheitan im Endeffekt die ganze Zeit. Mach es nicht, dann machst du es doch. Oder dann ist im Endeffekt so. Mhm. Ja, und Allah subhanahu wa ta'ala wollte dann, dass du doch gehst, ja, geh doch einfach hin. Also einfach hingehen, du kannst erstmal unverbindlich hingehen. Du musst ja nicht erstmal hingehen und sagen, ja okay, ich will jetzt heute unbedingt konvertieren. Das musst du ja nicht machen. So, du kannst ja erstmal heute einfach erstmal in irgendeine Moschee gehen und oder die Moschee deiner Wahl, wenn du schon eine, ne, berät das mit Freunden, wenn du keine hast, guck doch mal, was haben die Bewertungen und, keine Ahnung. Also da gibt es ja wirklich viele, viele Sachen. Und geh erstmal hin, frag erstmal. So, sag Hallo. Ne, muss ja gleich nicht Salamu Alaikum sagen. Sag einfach Hallo, pass auf, ich bin interessiert. Wie ist das? Ich habe Fragen. Ne? Und ich glaube, hätte ich das von Anfang an gemacht, anstatt mich selber verrückt zu machen, wäre es wahrscheinlich auch schon viel früher geworden. Weil erst vor Ort merkt man, was diese Menschen eigentlich für Liebe haben, was die für Verständnis haben, was die für Tipps geben können, was ja, viele Leute machen sich aber auch Gedanken so, ja, was ist, wenn die meine Sprache nicht sprechen? War auch ein ganz großes Thema bei mir. Was ist, wenn die jetzt da kann meine Sprache nicht sprechen? Ja, dann ist das so. So, irgendjemand spricht schon Deutsch. Und wenn es Englisch ist,
Ja, und wenn du Angst davor hast, dann musst du dich halt wirklich erkundigen. Irgendeine Moschee wird zum Beispiel ein deutscher Verein sein. Das gibt es ja hier in Deutschland, hier in Hannover zum Beispiel auch genug. Ne? Deutsch-Türkisch, Deutsch-Afghanisch, wie auch immer. Gibt es ja vieles. Irgendjemand wird schon Deutsch sprechen. Ich meine, als ich das erste Mal hier in die Moschee gekommen bin, in die Mohammed-Moschee, ich glaube, das, ich weiß nicht, ob es du es warst, irgendjemand hat den Vortrag für mich übersetzt. Ich habe hier gesessen, gut, ich kann auch kein Afghanisch oder Farsi. So, und die Leute haben dann gefragt, ja, kannst du? Nee, kann ich nicht. Ja gut, ich übersetze für dich. Ja, oder der Sohn vom Imam. Irgendjemand ersetzt sich immer dazu und sagt, okay, ich übersetze jetzt für dich. So, und wenn ich frage, ich irgendjemanden, ja gut, links und rechts sprichst du Deutsch, ja, spreche ich, über was redet er? Ne? Natürlich, am Anfang fühlst du dich wohler, wenn du unter Leuten bist, die deine Sprache sprechen. Ne? Und deswegen... Wir sind ja auch, Alhamdulillah, in einem Zeitalter der Medien. Und ja, man kann sich ja auch Bücher besorgen, die auf Deutsch sind, sage ich mal, die richtig aus dem arabischen oder persischen oder anderssprachigen Raum übersetzt worden sind, authentisch übersetzt worden sind. Da muss man ein bisschen gucken, wo man seine Literatur herbekommt. Aber auch im digitalen Zeitalter kann man, wenn man möchte, das zeigt ja auch dein Beispiel, sich informieren über die verschiedenen Religionen und die verschiedenen Rechtsschulen und die Rechtsschule der Ahlul Bayt. Und ich denke nicht nur, ich weiß es, deine Stellung ist vor Allah besonders hoch, muss man sagen. Weil du bist ja nicht in dieser Religion geboren, wie viele, die in dieser Gemeinde tagtäglich herkommen. Du hast dich mit dem Thema befasst, hast drüber nachgedacht und durch dieses Nachdenken und durch die Informationen, die du dir irgendwie ein Bild gemacht hast über die Aufgaben in diesem Leben, die uns Gott aufergeben hat, und du, Alhamdulillah, auf diese Schule der Ahlul Bayt und dem Islam der Ahlul Bayt und des Heiligen Koran gekommen bist, diese Stellung ist sehr hoch, und ich darf mich heute bei dir sehr bedanken, dass du für unsere Zuschauer da warst und wir so ein bisschen deinen Gesichtspunkt nochmal erläutert haben. Und ich hoffe, es ist eine Lehre für viele von uns, die gebürtig in diese Gemeinde kommen und manchmal vielleicht das eine oder andere vernachlässigen. Und das ist wirklich ein Vorbild für uns. Bruder Abbas, vielen lieben Dank für den lehrreichen Gedankenaustausch und die Erfahrungen, die du sammeln konntest durch deinen Weg zum Islam und zum Weg der Ahlul Bayt. Dazu möchten wir uns recht herzlich bedanken bei dir mit dem Buch, mit dem Thema Nachtreise und Himmelfahrt des heiligen Propheten Mohammed. Friede sei mit ihm und seiner reinen Familie. Dankeschön. Und ja, vielen lieben Dank. Ich habe zu danken.